Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hovenjürgen. Herr Hovenjürgen, ich finde es absolut ehrenwert, dass Sie sich hier auch so engagiert heute Morgen am Redepult für Ihre Region einsetzen. Die Region braucht Unterstützung. Das ist absolut ehrenwert. Aber, jetzt kommt aber mein Aber, was wollen Sie eigentlich, Herr Hovenjürgen? Ein Minister, dem zwei rote Ampeln aufgestellt wurden, dem der Landesrechnungshof sagt, tu es nicht, und zwar vorher, dem ein Gutachter, und zwar ein renommierter Gutachter, nicht irgendein Büro, sondern ein Gutachter, der die Verfahren im Land seit Jahren begleitet, sagt, tu es nicht, wir raten dir davon ab. Sie werfen diesem Minister vor, er hätte sich darüber hinwegsetzen sollen oder er hätte politisch entscheiden sollen. Was wollen Sie eigentlich, Herr Hovenjürgen? Zweiten Nürburgring in Nordrhein-Westfalen? Die CDU wäre die Erste, die hinterher, wenn es dann schiefgegangen ist, mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gekommen wäre. Ganz sicher wären Sie die Ersten gewesen. Herr Hovenjürgen, ich finde, Frau Abgeordnete, der Wahlkampf, würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Hovenjürgen zulassen? Das will ich gerne tun lassen, nämlich bitte noch ein bisschen reden. Aber können wir dann nachher machen. Herr Hovenjürgen, ich finde, der Wahlkampf ist vorbei. Und deswegen ist es absolut richtig, sich den drängenden Problemen der Emscher-Lippe-Region zu stellen. Die Strukturdaten sind alle bekannt und die Probleme in der Region sind alle bekannt. Das Ruhrgebiet insgesamt hat ein Problem und die Emscher-Lippe-Region auch. Aber ich finde, man muss es dann auch wirklich sachgerecht tun. Und lassen Sie uns bitte noch einmal, auch jenseits der Verschwörungstheorie, die hier immer wieder so gerne vorgetragen wird, wenn man argumentative Mängel hat. Herr Brock, es tut das gerne, Sie haben es aber auch getan vorhin. Es gibt keinen Deal. Es gibt keine politische Entscheidung, die das eine gegen das andere tauscht, sondern es gab erhebliche Probleme, diese Bürgschaft zu gewähren. Und ehrlich gesagt gab es auch ein paar andere Probleme rund um New Park. Lassen Sie uns die doch noch mal ernsthaft angucken miteinander. Sie haben gesagt, das Projekt sei jetzt volljährig. Ja, das heißt, 18 Jahre ist an diesem Projekt geplant worden. 18 Jahre. Ohne dass in diesen 18 Jahren absehbar wäre, dass das, wofür die Fläche eigentlich vorausgesehen war, wofür die Fläche geplant war, eintreten würde. Dass es nämlich eine große industriepolitische Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen gibt. 2000 war das letzte Mal, dass BMW im Anflug war oder anrollte nach Nordrhein-Westfalen. Da haben sich verschiedene Kommunen beworben. Nicht nur die Region, nicht nur die Emscher-Lippe-Region, sondern verschiedene Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben gerungen darum, diese große industriepolitische Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen zu bekommen. Und sie wäre auch richtig gewesen. Sie wäre auch gut gewesen für Nordrhein-Westfalen. Aber gewonnen haben andere, die in der Lage waren, auch bessere Konditionen zu bringen. Seitdem gibt es kein großes industriepolitisches Vorhaben, das auf New Park hätte realisiert werden können. Und die Realisierungsprobleme außenrum haben das Projekt auch die ganze Zeit begleitet. Ich finde, es hilft in so einer Situation überhaupt nicht weiter, mit einer Mischung aus Übertreibung, die Sie leider in den letzten Tagen immer wieder gemacht haben, mit einer Mischung aus Übertreibung und Verschwörungstheorien dann in der Region Unruhe zu stiften. Die Zahl der Arbeitsplätze, die dort hätten realisiert werden können, nach Ihrer Auffassung, sind in der Tat, wenn man Ihre Presseerklärung verfolgt, täglich gestiegen. Mal waren es 6.000, dann waren es 7.000. Am Ende sind sie bis auf 10.000 Arbeitsplätze gegangen. Das ist was, womit man vielleicht Wahlkampf macht, nicht machen sollte, Wahlkampf macht, aber es ist in der Tat überhaupt nicht sachgerecht. So, Frage. Also. Bitte schön, Herr Kollege Hofmann. Ja, herzlichen Dank, Frau Schneckenburger, dass Sie die Frage zulassen. Sie hatten gerade den Begriff Übertreibungen verwendet. Halten Sie es nicht für eine Übertreibung, das New Park-Projekt mit dem Nürburgring zu vergleichen, wo die schwarz-grüne Landesregierung Rheinland-Pfalz 500 Millionen Euro versenkt hat? In welchem Gegensatz steht das zur rot-grüne Landesregierung 17,5 Millionen Euro versenkt hat? So, sehen Sie mal, so kann das gehen. So kann das gehen, Herr Schmelzer. Nichtsdestotrotz möchte ich von Ihnen schon die Bewertung, weil dieser unselige Vergleich auch leider durch Herrn Römer gemacht worden ist, der aus der Region kommt und diese kennen müsste. Bitte schön, Frau Schneckenburger. Herr Hovenjürgen,
Ich habe den Mechanismus verglichen und nicht die Höhe der Investition. Und beim Mechanismus frage ich Sie nochmal, was würde ein CDU-Minister an dieser Stelle tun, wenn ihm der Landesrechnungshof sagt, nein, wir halten es nicht für geboten, diese Bürgschaft zu erteilen, wir halten die Risiken für zu groß. Und wenn ihm ein Gutachter sagt, nein, gib diese Bürgschaft besser nicht, denn die Risiken sind nach unserer Auffassung zu groß. Ich habe Sie gefragt, wie der Mechanismus zu bewerten ist. Und ich finde, darauf könnten Sie als CDU auch mal eine Antwort geben. Fakt ist doch, keine Bank war bereit zu finanzieren ohne Bürgschaft des Landes. Die Banken werden ja auch eine eigene Expertise haben, Herr Oden-Jürgen. Es gibt keinen Widerspruch, den Sie versuchen hier immer zu erzeugen, zwischen Prognos und PwC. PwC hat die Zahlen von Prognos verwendet. PwC hat gesagt, das Best-Case-Szenario, mit dem hier gerechnet worden ist, die Tatsache, dass kein Klagerisiko eingerechnet worden ist, die Tatsache, dass mit einer sofortigen Vermarktung von 10 Hektar gerechnet worden ist, das ist alles, sind alles Annahmen, die nicht dazu tauglich sind, eine seriöse Beurteilung oder überhaupt eine seriöse Perspektive zu begründen. Und ich will auch noch eins sagen, weil Sie eben so ein bisschen locker darüber hinweggegangen sind. Die Grünen würden jetzt gleich wieder mit den 1.000 Hektar kommen. Herr Oden-Jürgen, die Oberbürgermeister und Landräte der Region, übrigens auch Ihr Landrat in Recklinghausen und Ihr Kreis Recklinghausen, haben im letzten Jahr 2012 einen Brief an die Landesregierung gerichtet. In dem Brief haben Sie gesagt, gemeinsam, übrigens auch mit dem RVR zusammen gemeinsam, wir haben große Flächen, Rackflächen, brachfallende und schon brachgefallene RAG-Flächen im Ruhrgebiet. Helft uns bitte, diese Flächen zu entwickeln, denn es ist für uns wirtschaftlich absolut notwendig, diese Flächen wieder einer Verwendung, einer wirtschaftlichen Verwertung zuzutreiben. Das haben Sie gesagt. Und ich finde, Sie haben absolut recht. Jetzt stellen Sie sich an derselben Stelle hier hin und sagen, das geht doch überhaupt nicht. Wir wissen doch, die altindustriellen Flächen sind doch überhaupt nicht zu verwerten. Die haben ein großes Vermarktungsrisiko und da steht das Baurecht dagegen. Herr Oden-Jürgen, wenn man eine konsistente Politik macht in der Region, dann finde ich, muss man sich entscheiden, ob man sagt, man weist im großen Stil Neuflächen aus, noch dazu mit einem planerischen Risiko verbunden, das Sie übrigens auch kennen in dieser Region. Man weist diese Neuflächen aus oder man geht auf eine konsequente Entwicklung auch des Potenzials der altindustriellen Flächen. Das, Frau Kollegin, Sie drehen sich aber an dieser Stelle. Zuerst machen Frau Sie Kollegin die politische Initiative Schlenk- und dann drehen Sie sich. Frau Kollegin Schlenkenburger, der Abgeordnete Hofen hat dazu eine weitere Zwischenfrage gemeldet. Bitte. Kollegin Schneckenburger, herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit, Ihnen nochmal eine Frage zu stellen. Sie haben meine Rede gehört und ich habe gesagt, die 1.000 Hektar gibt es, das hat niemand bestritten. Nur wer von einer wirklichen Vermarktung reden will oder Nutzbarmachung reden will, der muss bereit sein, das Baurecht zu ändern. Und ich habe gesagt, diese Änderung des Baurechts, diese Gesetzesvorlagen gibt es ihrerseits noch nicht. Und insofern bleibt nichts anderes übrig, als letztendlich im Moment so Flächen wie den New Park voranzutreiben. Also sind Sie bereit, meine Frage, sind Sie bereit, letztendlich das Baurecht dahingehend zu ändern, die Landesbauordnung, den Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen so zu ändern, dass altindustrielle Flächen durch Verringerung des Abstandserlasses wieder industriell nutzbar werden? Bitte schön, Frau Schmidt. Herr Oden-Jürgen, mal abgesehen davon, dass die Landesbauordnung ohnehin in eine Überarbeitung geht und dass wir dann auch prüfen werden, wo Überarbeitungsbedarf besteht, haben Sie und haben Ihre Oberbürgermeister, ich kann Ihnen ehrlich gesagt nur den eigenen Brief noch mal zur Lektüre empfehlen, das Land aufgefordert, finanzielle Hilfen für die Altlastensanierung zur Verfügung zu stellen. Es ging gar nicht um das Baurecht, es ging gar nicht um Abstandsgebote, sondern es ging um die Frage, ob das Land finanzielle Hilfen für die Altlastensanierung zur Verfügung stellt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, Symbolprojekte helfen dem Ruhrgebiet an der Stelle überhaupt nicht weiter. Es ist nicht weiterführend, ein Projekt über Jahre hinweg zu planen und es noch dazu auf dem, so zu planen, dass der Eindruck entsteht, es sei nicht seriös geplant. Davon haben wir im Ruhrgebiet wirklich genügend gehabt. Was wir brauchen, sind ernsthafte Bemühungen um Ansiedlung im Ruhrgebiet, um die Entwicklung von Clustern, um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, auch in ganz unterschiedlichen Segmenten. Und dazu gehört es meines Erachtens, sich ernsthaft an die Aufgabe zu machen, an die schwierige Aufgabe zu machen, altindustrielle Flächen weiterzuentwickeln. Ich verweise auf die Entwicklung in Bochum. Ich verweise auch auf die Entwicklung in anderen Bereichen, beispielsweise die Fläche Blumenthal in Herne.
wo eine Entwicklung, eine ehemalige RAG-Fläche, wo eine Entwicklung absolut notwendig ist. Ich lade Sie ein, sich an dieser Stelle zu beteiligen und glaube, dass es keinen Sinn macht und auch dem Ruhrgebiet, Herr Hovenjürgen, dem Ruhrgebiet an keiner Stelle dienlich ist, in dieser Art und Weise hier sozusagen noch einen nachgelagerten Wahlkampf zu betreiben. Dankeschön.